So, hallo, wir machen weiter bei I Wanna Stop the Simulation. Und das letzte Mal haben wir endlich diesen furchtbaren Castlevania-Teil abgeschlossen. Das Schlimmste am Castlevania-Teil waren halt echt die blauen Hängedinger. Alles andere war okay. Und jetzt sind wir in Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen gelandet. Ich dachte, jetzt kommt der Endboss. Aber offenbar spielen wir erst noch einmal Stages. Das war mir nicht bewusst. Ich nehme an, den die brauche ich, ne? Ja, die brauche ich. Ah, okay, verstanden. Oh je. Wobei, warte, das geht auch anders. Komme ich nicht auch da hoch? Anscheinend nicht. Ah, ich muss das machen, wenn der Koopa da ist. Also jetzt. Ich dachte, der fällt auf mich drauf und dann tut er mir gar nichts. Frech. Damit habe ich nicht gerechnet. So. Und da fällt er hier einfach, schießt er hier rüber und das Ding fällt runter, aber es tut mir nichts. Ich dachte, es tut mir was. Okay, dann habe ich immer wieder den Doppelsprung. Gut zu wissen. Ist das jetzt so ein... Scheiße. Kommt der wieder? Ich wollte gerade fragen, ist das jetzt so ein Best of der bisherigen... Ah, der kommt nicht wieder, ne? So ein Best auf der bisherigen Level, die es so gab? Oder was? Was ist das hier? Dann hätten wir aber einiges, was jetzt noch kommt. Hilfe. Ah, ich bin schon wieder, komplett lost. Ah, verstanden. Wow. Das ist ein ungünstiger Save Point gewesen. Ja. Ach du grüne Mann. Okay. Bruder, was? Ey, Gott, oh Gott. Hä? Weiß nicht, warum ich da jetzt einen Doppelsprung gesetzt habe. Weil ich lost bin. Ah, vielleicht machen wir das nächstes Mal. Vielleicht sollte ich die Aufnahme jetzt beenden. Auch wenn sie gerade 5 Minuten ist, aber das kann ich ja zusammenhängen.
Aber es ist doch gerade... Ich dachte, jetzt kommt der Endboss. Ich wusste nicht, dass da noch Levelzeug kommt. Da bin ich jetzt ein bisschen... Uff. Darauf war ich nicht vorbereitet. Auf den Endboss mental schon. Den habe ich schon gesehen. Der sieht nicht so schlimm aus. Aber wahrscheinlich ist er spielerisch dann wieder viel schlimmer, als er ausgesehen hat beim Zugucken. Und ich habe auch nicht alles vom Endboss gesehen. Wahrscheinlich ist da wieder dann am Anfang irgendwas, wo ich denke... Lass mal. Oh Gott, wie mache ich das denn da hinten? Das ist ekelhaft. Oh. Ja, super. So mache ich das. Und dann verkacke ich leider trotzdem. Schade. Oh, ich sehe was. Ich kann da links stehen. Ich muss nicht direkt zum Swamp. Ich dachte, da muss ich direkt hin. Aber nein, wahrscheinlich kann ich das gar nicht. Kann ich den so triggern? Muss ich den vorher triggern? Ja, was soll ich tun? Ich konnte nicht in die Röhre. Ach, da ist der Warp, dahinter der Röhre. Oh. Dumm. Ich habe den Warp nicht gesehen. Oder kann ich da einfach durchlaufen? Nein, okay. Ja, wir spielen also wirklich so ein Best of the Stages, die es bisher so gab. Ach du Scheiße. Ah, darunter. Welcome back, ja. Will das nicht. Was ist jetzt passiert? Ach! Gottes Willen, das war das. Darunter. Viel zu hoch. Okay, wie hoch springe ich? So. Eieiei. So, okay. Schusch. Oh nein. Okay. Letzter Sprung. Gottes. Das tötet, okay. Ich wusste nicht mehr, was das ist. Good to know, I guess.
Ah. Darf ich da am Anfang nicht? Ah, ich muss ein bisschen warten. Ich hasse warten. Wait, jetzt bin ich am Kopf. Oh, no. Alles klar. Aber hier gibt es einen Zwischencheckpoint, sehe ich gerade. Der ist es nicht. Ah, warte, ich kann es ja so machen. Oh. Oh, jetzt reagieren die nicht auf mich. Ich bin dumm. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Verstanden. Genau. Und jetzt? Ah, ne, ist das dein Ernst? Kann ich das abschießen? Nein. Ja, darüber. Und dann da runterfallen und dann kriege ich meinen nächsten Checkpoint. Gut. Ah, das wird nicht funktionieren. Stellt sich raus. Funktioniert doch. Hä, das reicht nicht. Kann ich noch irgendwo zwischen hin? Ich bin ja komplett lost. Ich soll da gar nicht hin. Ich soll hier hin. Ups. Gut, dass es nicht möglich ist, diesen Sprung zu machen. Das war jetzt die Offenbarung für mich, zu sehen, wait, irgendwas stimmt da nicht, was ich tue. Upsi. Zum Glück haben wir da nicht jetzt zu viel Zeit rein verschwendet in den Quatsch, den ich versucht habe. Ja, dann geht der Sprung ja klar. Dann ist das ja... mal ansatzweise so schlimm. Aber das finde ich dumm, dass man vom Startpunkt aus nicht direkt dahin kann. Weil es zu knapp ist. Will doch durchwaschen. So, aber da muss ich dann einen guten Abschnitt finden. Da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig, wann ich da wie am besten hingehe. Perfekt. Oh, ups. Dachte, da ist Boden. Aber stellt sich raus, nicht ganz. Nicht überall war Boden. Huch. Ein bisschen später. Aber gut, dass da in der Mitte ein Checkpoint ist. Der ist wieder sehr nett. Oh. Das war wieder dumm. Der ist wieder sehr nett, dieser Checkpoint hier. Wahrscheinlich, weil man hier doch zu viel Quatsch machen kann. Aber so an sich geht das eigentlich hier, klar. Muss ich nur mal gucken, was passiert, wenn ich... Ja. Genau das.
Okay, also muss ich springen, wenn der rüber geht. Irgendwie so. Wait, kann ich das nicht von hier unten auch machen, um das besser zu timen? Nice. Ja, fast. Na, an der Stachel muss ich noch aufpassen. Sonst geht das klar. Dürfte jetzt nicht das große Problem sein. Huch. Oh, okay. Ups. Gerade hat das doch besser funktioniert. Was habe ich da anders gemacht? Ah. Timing. In den Stacheln gestorben. Wie wieder den Stachel? Das gibt's doch nicht. Ich geh zu weit schnell, zu schnell rüber. Was soll das denn? Und wenn ich's dann, ich glaube, wenn es dann mal gepasst hätte, dann treffe ich es wieder nicht. Aber es ist trotzdem, glaube ich, angenehmer, als es mit dem Sprung von da drüben zu machen. Ich weiß es noch nicht. So. Nein! So close. Ja, jetzt habe ich den Timing raus. So, und runter. Easy. So. What the flip? Cool. Hat ja fast funktioniert. Okay. Also bis rüber komme ich. Und hier kann ich ein bisschen rumeideln, bis es funktioniert. Ah, zu bald. Alles klar. Und das da unten wird dann wieder... Aber hier oben kommen wir ganz gut durch. Man braucht nur den besten Zeitstartpunkt. Der ist ungefähr hier. Nicht. Hier. Auch nicht. Hä? Das habe ich gerade anders gemacht. Ich weiß es nicht, aber jetzt hat es wieder funktioniert. Das war zu niedrig. Wir nähern uns übrigens der 2000. Wir haben jetzt 1540 Tode. Na gut, wir nähern uns noch nicht der 2000. Eigentlich nähern wir uns schon der 2000. Aber wir haben sie noch nicht. So. Gut, man nähert sich auch der 2000 mit dem ersten Tod. Also, was rede ich überhaupt schon wieder? Ach so, da ist eine Linie. Ah, na doof. Na, das ist ja doof. Ach du Schande. Kein Fan. Kein Fan von der Linie da oben. Okay, geht aber klar. Sag ich ja.
So, jetzt muss ich nur... Oje, oje, oje. Möglichst spät reingehen da unten. Funktioniert das? Ja. Okay. Eigentlich kein schlimmer Raum damit. Alles schlimmer, als es auf den ersten Blick gewirkt hat. Zu bald. Eventuell ist der Drop da drüben nervig. Kann ich noch nicht beurteilen, war ich noch nicht richtig drin. Das war timingtechnisch kompletter Bullshit. Das war auch blöd. So, ob hier das funktioniert. Wenn man das richtig timet, funktioniert das ganz gut. Das war jetzt kein Checkpoint, ne? Ich bin noch grün. Das heißt, ich habe noch den hier. Ich habe ein bisschen Angst. Aber es funktioniert. Okay. Oh no. Meat Boy. Oh no. Ich weiß doch gar nicht mehr. Oh nein. Da gab es doch so eine andere, diese andere Steuerung. Oh Gott, ich weiß das doch gar nicht mehr, wie das ging. Da gab es noch so ein... Ach da, Hold Shift. Use left. To left, right, to wall jump. Ach, so ging da. Ja, 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 ja. Oh, gut, dass die Erklärung nochmal da ist. Ah, ja. Der macht das ja selbst. Muss diesen Schalter erst drücken, ne? Das heißt, ich muss eigentlich nur über... Wait, aber ich habe einen Doppelsprung, ne? Ja. Der müsste dann da oben ja noch da sein, glaube ich. Hä? Ich höre schon wieder Stimmen. Ach, das sind Stacheln. Sind die Stimmen hier drin oder? Hä? Wait, was habe ich damit eigentlich aufgemacht? Ah, ich mache die Stacheln da weg. Machen müssen. Na gut, aber mittlerweile kommen wir da ganz gut hin. Aber wie... Ach, da oben mache ich die weg. Ich bin komplett... Komplett dumm gerade schon wieder. So. Ah, da hätte ich anders... Da hätte ich anders timen müssen. Na, wieso springe ich denn nicht? Wie mache ich das da? Da bin ich mir... Ich brauche vor allem den Doppelsprung dann doch noch, oder? Weil den gebe ich da auf am Anfang. Ich glaube, das ist nicht so gut.
Komme ich von hier rüber? Nein, eben nicht. Aber ich muss... Ich muss den behalten, glaube ich, den Doppelsprung. Sonst wird das nichts. Wow, was war das denn für ein Highspeed-Jump nach oben? Ja, aber das reicht nicht. Nee, ich kann den nicht behalten. Aber ich schaffe das doch nicht. Ah, so, doch, das ging. Das ging. Ja, ja, ja. Ich kann an der gleichen Wand immer wieder hoch. Das ging. Ekelhaft. Aber es ging. Ach nee, so. Warum nicht? Kann die Stachel in der Mitte da nicht einfach auch weggehen? Wie wäre es damit? Die da. Genau die. No. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Jetzt nur nicht. Nachher. Ich höre schon wieder Stimmen. Was ist denn neu? Das kann eigentlich... hier im Garten heute ist. Macht irgendjemand Halloween-Party? Huch. Ah, das ist so knutz, ist dieses Ding. Das ist echt unangenehm. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen muss hier. Weil ich rutsche automatisch direkt in die Stachel rein, wenn ich einmal an ans Ding rankomme. Aber ich muss ja irgendwie drüber. Jetzt ist wieder so eine Stelle, wo ich einfach nicht weiß, wie ich sie lösen kann. Ne? Ja, dann rutsche ich da weiter rein. Ach Mist, ich muss direkt drüber. Verstanden. Und dann muss es aber noch mit der Säge passen. Oh Gott. Da brauche ich wieder so viel Dussel, weil ich das nicht automatisch getimt bekomme. Direkt drüber, direkt drüber. Keine Chance, keine Wartezeit. Direkt drüber. Keine Gefangenen machen. Wow. Ja, direkt rüber. Sag ich doch. Ich muss direkt wieder die nächste Taste drücken, sonst rutsche ich in die Säge rein. Und das tut weh. Ja. Ja. Wir sind der Sache auf den Grund gegangen. Wir verstehen jetzt, wie es geht. Sehr schön. Das ist doch das, was wir wollen. Jetzt müssen wir es nur noch umsetzen. Ja, es hat jetzt eigentlich funktioniert. Ich weiß nicht, warum er sich nicht an die Wand gehangen hat. Aber gut. An sich hätte es geklappt. Ich weiß nicht, warum ich zurück wollte. Ich frage mich, was noch alles kommen kann. Wir hatten auch dieses Laufspiel. Das kann auch noch mal kommen. Nice. Did it. Dieses Laufspiel, ne, wo man so... ja, laufen musste. Ich weiß, wie ich es ausdrücken soll. Was ist das? Tötet das? Natürlich tötet das. Aber wenn das tötet, wie soll ich denn dann... Ich glaube, ich weiß es.
so. Nur wenn das Ding weg ist halt. Und dann da oben rein, oder was? Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ja, das funktioniert. Jetzt hier oben raus. Ach so. Dann war es das ja schon. Hat jetzt mit Dings eigentlich nichts mehr zu tun. Jetzt ist es wirklich nur noch am besten, wenn die runterfährt. Aber dann springt die gerade hoch. Nein, ich muss mich nochmal an der Wand. Verstanden. Entschuldigung. Ich muss mal kurz was angucken. Ja, okay. Ich denke, das Timing kriege ich hin. Ja. Genau andersrum. Hat länger gedauert, als ich dachte. Bis die hoch ist. Also genau verkehrt rum, wie ich es vermutet hatte. Mist. Mehrere Checkpoints diesmal. Okay. Ah. Ah, verstanden. Da darf ich keinen Doppelsprung vorher machen. Da dann schon. So far. Mist, jetzt ist die weg. Aber verstanden. Ja, das ist ein durchaus gut verdienter Checkpoint, der danach kommt. Ah, schade. Kriegen wir aber hin. Ist nicht so schwer. Danke. Und Dings könnte auch nochmal kommen hier. The End is Nigh. Ist das so? Ach, gibt's das denn? Dass ich da Quatsch mache, ist ärgerlich. Ich meine, das ist direkt am Ende. Die End is Nigh gab's auch nochmal als Extraspiel. Was gab's denn auch noch so als Extraspiel? Dieses Rennspiel, wie gesagt, One Man hieß das, glaube ich. Was gab's denn noch so alles? Mario hatten wir jetzt ja schon, das gab's mehrmals, aber die werden jetzt hier kaum alle Marios nochmal einbauen. Das wäre doof. Was gab es denn noch so? Mehr komme ich gerade nicht. Ah, Doom gab es natürlich. Aber ich weiß nicht, ob die alles jetzt nochmal gemacht haben, neu. Ich hoffe nicht.
Doom, aber ja, Doom gab's noch. Was gab's denn noch so? Hier war nicht, war das nicht auch von denen? Dings hier, komm nicht drauf, wie es heißt. Hier, na. Minecraft in 2D, Terraria. Dass ich diesen letzten Sprung nicht hinkriege. Aber das war doch auch hier von dem, dieser Reihe, ne? Terraria. Ich glaube ja, das war auch von dem. Was war denn noch so alles? Hier, Celeste gab's auch noch. Aber bisher haben sie, glaube ich, nur vom ersten Teil die Dinge redingst, oder? War VVVV im ersten Teil? Ich weiß es nicht mehr. Und Meat Boy und so. Ich weiß es nicht mehr. Das war klug. Das auch. Es ist ein normaler Sprung. Ich verstehe mich halt wieder nicht, ne? Es ist ein ganz normaler Sprung. Ich verstehe nicht, wie ich da sterben kann. Das ist ein stinknormaler. Guckt euch, das ist nicht mal ein schwieriger Sprung. Wieso kriege ich den denn nicht hin? Da ist nichts Schwieriges an diesem Sprung. Nichts. Danke. Man muss nur schimpfen. Hier oben soll ich nicht durch, oder? Das wird nicht gehen. Hä, aber... Ach so. Ach du Scheiße. Ist das so gedacht, wie ich denke? Nein, ist es nicht. Okay, ist es so gedacht. Ich dachte, ich muss hier zwischen die Stacheln und dann irgendwie da wieder hoch. Aber das wäre komplett komisch gewesen. So ist das gedacht. Okay. Da drüben ist schon der nächste Checkpoint. Komme ich da so schnell hin? Oder anders gefragt. Ist da so viel in der Zwischenzeit, was ich... Was ich machen muss, dass der... Wie habe ich das vorhin gemacht? Dass ich daran bin. Auf jeden Fall irgendwie anders. So habe ich das gemacht. Aber jetzt ist der Dings weg. Ah, ich muss den nochmal ausnutzen. Anscheinend. Okay. Ah, verstanden. Und jetzt komme ich mit einem Sprung nicht darüber? Weil ich könnte jetzt hier höher. Oder könnte ich hier höher? Vielleicht könnte ich hier auch nicht höher. Also ich nehme an, ich muss hier rüber. Weil da ist halt der nächste Checkpoint und der ist jetzt sehr einfach zu erreichen gewesen. Okay. Ach, ich sehe die... Ich habe die Blöcke nicht gesehen. Ja, moin. So nicht. Also den Sprung muss ich, glaube ich, schon erst schaffen. Da hoch. Ne?
glaube, an dem Sprung führt nichts vorbei. Weiß es nicht. Wie sieht denn das aus? Ha! Komme ich da mit einem kurzen Sprung hoch? Nee, bis ich da drauf lande, ist der weg. Also den, glaube ich, muss ich erst machen. Hätte mich aber interessiert, ob ich da drüben höher komme. Das sah so aus, als ob das geht. Ha. Weil der Sprung scheint nicht drin. Ah, warte, anders. Anders. Ich brauche den hier so rum. So wird ein Schub. Ja, okay. Okay, nee, verstanden jetzt. Jetzt ist verstanden. Alles klar. Ich hab's mir wieder schwieriger gemacht, als es war. Ja, alles klar. Ah, da, leider ist die Säge auch wieder so blöd gesetzt, dass ich immer einmal kurz warten muss, bis ich loslaufen kann. Aber mein Gott, so ist es halt. Wo muss ich denn hin? Hä? Ach, da ist der Warp! Ist ja schon vorbei dann. Aber wie komme ich denn dann an den Warp ran? Der war ja so nicht zu erreichen. Ich sehe... Komme ich da oben drüber? Ich sehe den, ich sehe gerade noch nicht, wie ich an den Warp rankomme. Hey, ich verstehe den Warp nicht. Irgendwas übersehe ich. Ach, das ist nicht fest, ne? Die Säge hängt, das ist einfach nur, die Säge hängt da dran, aber das Ding ist nicht fest. Ja, ich dachte, das ist fest. Und dann wäre es nicht gegangen. Das ist nicht fest. Das ist Deko. Damit die Säge an irgendwas dranhängen kann. Lull. Ich hab diese Stange nicht als... Stimmt, es gab auch Kirby. Ja, dann wird das wohl noch ein längerer Abschnitt werden. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Richtig, es gab auch Kirby. Wollen wir Kirby noch? Komm, wir spielen Kirby noch. Ich kann nicht mehr schießen. Was bin ich jetzt? Ach, der Stein. Da ist die Tür, aber da geht's auch... Uah, hi. Aber hier geht's auch... Wohin soll ich denn jetzt? Das wäre beides möglich gewesen. Vielleicht Zeit für eine Aufnahmepause. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.